Also Respekt ist einer der wichtigsten Grundpfeiler einer Gesellschaft. Respekt ist in allen Lebenssituationen wichtig, ist in allen Gemeinschaften wichtig. Ob das die eigene Familie ist, ob das die Sportgemeinschaft ist, ob das die Partei ist, ob das egal wo im Leben ist, wenn du keinen Respekt hast vor deinen Mitmenschen, dann wird das Miteinander nie funktionieren, dann wird es nie irgendwelche positiven Akzente geben, denn dann wird alles auf einer sehr, sehr flachen Ebene stattfinden. Unsere Welt sehr schnelllebig geworden und da fehlt doch der Respekt den Trainern gegenüber. Ich glaube, das ist in anderen Ländern ganz anders. Wenn ich zum Beispiel nach England gehe oder so, da ist der Respekt gegenüber dem Manager wesentlich größer als bei uns. Ich finde diese Hire-and-Fire-Mentalität, dieses nur gucken nach dem Trainer, ob der jetzt einen Fehler gemacht hat, finde ich eigentlich respektlos. Nein, ich erinnere mich noch genau, ich habe mal Junioren-Nationalmannschaft gespielt mit langen Haaren und da hieß es, wenn ich mir nicht die Haare abschneiden lasse, auf normales Maß, dann werde ich nicht mehr eingeladen zur Junioren-Nationalmannschaft. Das war damals auch gang und gäbe, auch sehr respektlos. Ja, da ging es einfach nur darum, nach 0815 auszusehen. Ich bin der Meinung, dass diese schillernden Typen unserem Sport sehr gut tun oder dem Sport allgemein sehr gut tun, weil sie doch sehr, sehr viele Jugendliche auch dazu bringen, sich für den Sport zu interessieren. Ja, die einfach sehen, Mensch, ein Sportler, der kann auch Ecken und Kanten haben, kann ein bisschen verrückt sein und kann trotzdem gute Leistung bringen. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Entwicklung. Und ich finde es eigentlich schade, dass es ein bisschen spät für uns kommt. Wir haben es damals in Waller auch das eine oder andere Mal probiert, indem wir unsere Haare ausrasiert haben oder irgendwas gemacht haben. Aber das war damals natürlich schon noch ziemlich verpönt.